Es gab bisher einfach schon zu viele Lagerfeuer und da das irgendwie ein bisschen langweilig wurde, hat sich die Produktion in dieser Folge was ganz Besonderes ausgedacht, auf das wir uns alle freuen können. Ja, wir freuen uns, glaube ich, auch riesig auf die 8. Folge von Island. Woo! VIP. Aber erstmal alles auf Anfang. Es gab ja in der letzten Folge den Temptation Sound in der Männervilla und die waren alle so, oh nein, ich wusste es, weil sie es ja immer irgendwie wissen, dass da was kommt. Und sie haben sich gespannt und gebannt vor dem Fernseher hingesetzt und da sind wir jetzt auch gespannt, was die da alles zu sehen bekommen, weil es werden ja richtige Schockbotschaften sein. Wer sich allerdings die ganze Folge reinziehen will, kann es auch gerne machen auf RTL Plus. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten diesen Kanal hier abonnieren, wir gemeinsam Spaß und ja, los geht's. Denise ist so eine kleine Partygirl. Oh, Denise ist ein Partygirl und die haben einfach ganz normal Spaß dort. Das sind ja richtige Horrorbilder. Du weißt schon, ne, dass es ein bisschen asozial ist. Wenn ich mir so angucke, was Denise für Moves auspackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Lorik, pass auf, mein Freund. Der hat nicht mal zwei Barthaare und redet. Und das freut Umut am meisten so. Ja, und ich habe hier am meisten Bart. Das bedeutet, ich bin der Coolste, oder? Ja, weil die Coolness und die Männlichkeit wird immer an Barthaaren bemessen. Ja, und tatsächlich hat Lorik ein Schlüsselloch bekommen, wie Denise voll abgeht. Und das war's dann auch irgendwie. Sie gibt jetzt gerade irgendwie Vollgas. Und das bekommt Lorik, glaube ich, nicht so gut. Weil Lorik merkt, dass seine Freundin auch Party machen kann. Nur zeigt sie ihm gleichzeitig, wie man Party machen kann, ohne komplett durchzudrehen. Das gefällt ihm einfach nicht. Lorik braucht natürlich jetzt aber auch ganz viel Zuspruch. Er muss mit den Leuten reden, mit den Männern, mit den Verführerfrauen. Er will einfach wissen, Leute, wie findet ihr das mit Denise? War krass oder gar nichts? Er wird ganz genau wissen, ob da sexistische Blicke sind. Ob sie was beachten, dann würde sie das nicht tun. Das ist meine Meinung. Deshalb wollte ich deine Sicht, weil du bist der Erwachsenste hier. Danke. Mit dem größten Verstand und hin und her. Du hast den größten Verstand und hin und her. Und wenn jemand das Game gecheckt hat, dann ist es ja wohl easy. Ja, allerdings sagt er wirklich so, yo, Denise würde doch nicht mit den Männern irgendwie anbandeln, wenn sie merkt, dass da irgendwas passieren würde. Deswegen danst sie einfach nur frei heraus und hat gute Laune. Und eigentlich, mich würde es voll freuen, weil ich sehe, meine Freundin macht da voll Party. Und aber komplett in Ordnung Party, ne? Nichts Grenzüberschreitendes, sondern einfach nur ganz normal Spaß haben. Ich würde mir denken, yes, girl, so musstet. Ja. Ja, ist ja so. Ich wollte jetzt einfach mal, wie ihr die Bilder so auffasst. Es gibt mir so einen allgemeinen Vibe, das Bild von eurer Beziehung, das ist, dass sie halt nicht machen darf, also nicht frei in eurer Beziehung ist. Ja, und das wissen wir ja eigentlich auch schon länger. Und Lorik so, fuck, das sehen jetzt auch schon Außenstehende? Mist. Ach du Scheiße. Frag mich echt, ob ich der Richtige bin für die. Bin ich der Mann, den du willst? Oh mein Gott, jetzt kurz stell dich mal vor, wenn die beiden dieses Format gegangen wären, um sich irgendwie zu trennen oder fake zu trennen und dann in dem Format wirklich merken, ey, wir passen gar nicht zusammen. Wie cool wäre das denn? Liebe Frauen, es gibt weitere Bilder von euren Männern, die ich euch nicht vorenthalten will. Deswegen sehen wir uns heute Abend zum Einzellagerfeuer. Es gibt ein Einzellagerfeuer bei den Frauen. Das gibt es normalerweise auch immer erst im Finale. Oder wenn was richtig Schockierendes passiert. Aber nein, diesmal kommt Lola dann auch in die Villa und macht mit denen Lagerfeuer da. Einzellagerfeuer? Sie kommt hierher? Ja, sie kommt zu uns. Aber hier gibt es doch kein Lagerfeuer. Einzellagerfeuer, die machen uns ein Feuer an. Aber wer? Also generell machen sie doch auch immer einfach das Feuer an. Also Kader, man kann dir vielleicht sagen, es ist jetzt nicht so schwer, ein Lagerfeuer von Ort zu Ort zu transportieren. Also es brennt natürlich problematisch, aber wenn es aus ist und dann erst angezündet wird, gar kein Problem. Die ersten Einzellagerfeuer. Dieses Mal wartet Lola nur wenige Meter entfernt, während drinnen ein Kinoabend der Extraklasse startet. Wieso dann eigentlich überhaupt ein Einzellagerfeuer? Also wenn es dann sowieso alle wenige Meter entfernt auch nochmal sehen, ist es ja irgendwie so, hä? Und was soll das eigentlich genau? Ist das jetzt eine geile Idee? Egal, wir kümmern uns jetzt später drum. Wir gucken erstmal, was passiert. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Schaffst das. Viel Glück, viel Kraft, Mimi. Ich bin voller Hoffnung, dass ich endlich Bilder bekomme. Stell dir das mal ganz kurz vor. Mimi geht jetzt alleine zum Einzellagerfeuer, setzt sich hin und Lola so, Mimi. Ich habe heute wieder keine Bilder für dich. Du kannst zurück in die Villa. Ich würde es dir zutrauen und so feiern. Aber nein, Mimi bekommt doch Bilder. Und sie sieht, wie alle voll Wasserparty machen und Yannick da sitzt am Tisch. Und wie ein Papa zuguckt und sagt, das ist mir zu kindisch. Nee, mach ich nicht. Ja, der hat nicht so viel Spaß. Mimi hat auf jeden Fall das Sagen in der Beziehung. Kommt mir auch so vor. Aber ich frage mich, ob das lustig ist, ne? Wenn du immer einen hast, ja, Schatz, ja, Schatz, ja, Schatz.
Komm, Janik, komm. Ja, komm, ja, fein. Ach, mein Gott. Und es wäre mir eigentlich immer so egal, wenn ich das später sehen würde von den Verführerinnen. So, okay, schön, dass es eure Meinung ist. Ihr kennt mich nicht mal. Ihr kennt jetzt ihn, wie er in dieser komischen Extremsituation ist, wo ihr ihn verführen sollt, sich verhält. Was sagt das bitte aus? Vor allem, sie regen sich immer darüber auf, so auch, er lässt sich nicht verführen. Ich springe ihn an und er springt nicht zurück. Was ist das für ein Mann? Ja, ein Vergebener halt, ne? Er stellt sich nicht der Versuchung. Nur weil er sich benimmt. Was ist so falsch daran? Ja, eben. Ja, also ich twerk ihn an und er twerkt nicht mit. Was soll das denn werden? Ich möchte mit ihm rumknutschen und er macht es einfach nicht. Er stellt sich nicht der Versuchung. Ich weiß auf jeden Fall, dass er loyal ist und dass er sonst wer kommen könnte, da würde nichts zwischen uns kommen. Oh, und jetzt ist Mimi eigentlich auch glücklich. Also irgendwie verstehe ich jetzt nicht ganz, warum sie in der 8. Folge jetzt ein Einzellagerfeuer bekommt mit den tollen Bildern von Janik. Also jetzt können sie noch 4 Folgen zurück in der Villa chillen und sich denken, mein Leben ist fantastisch. Also was bringt dieses Temptation dann noch? Warum bist du überhaupt hier? Ich glaube, ich müsste wirklich mehr über meine Gefühle sprechen, ihm auch mehr zeigen, wie gern ich ihn habe oder dass ich ihn liebe und dass ich ihn gerne um mich habe. Oh, oder fahren Sie bei Temptation jetzt wirklich eine neue Schiene und sagen, hey, wir wollen die Beziehung testen, aber wenn wir da Potenzial sehen, dann versuchen wir die auch zu unterstützen, dass sie sich verbessern können und jetzt so eine Einsicht haben wie Mimi, hey, ich glaube, ich muss mal meine Gefühle mehr kommunizieren, damit Janik das auch versteht und weiß. Ja, das könnte auch süß sein. Sehr süß. Während die Frauen jetzt allerdings das Lagerfeuer durchstehen müssen, einzeln mit diesen Horrorbildern, die jetzt Mimi noch nicht bekommen hat, aber die anderen wahrscheinlich schon, haben die Männer während Testen einfach Spaß. Oh mein Gott, das ist nämlich irgendeine Kinky-Party und da ist auch wieder, also das sind einfach diese Unterschiede von den beiden Filmen. Also bei den Frauen ist es so, die Frauen dancen ein bisschen rum und die Männer stehen da und sagen so, boah, wie die dancet, richtig wild. Und bei den Männern ist es so, der vergehene Mann sitzt auf dem Stuhl und wird rundherum ganz nah von allen Frauen angedanced, so richtig sexuell aufgeladene Stimmung. Ja, sexy einfach. Sexy, ich würde alles für euch tun. Wenn jemand spielt, dann keine Frau von uns, keine Verführung, dann bin ich das. Er denkt, er lenkt das Game, aber wir lenken das Game. Ja, aber wenn jemand überhaupt nicht in der Kontrolle ist, dann ja wohl Unmut, ne? Aber nein, er ist der Coolste natürlich. Cool. Gehen wir dann lieber schnell wieder zurück zum Einzellagerfeuer. Kader darf jetzt auch ran. Ja, das ist ja super. Willkommen zu da im Einzellagerfeuer bei Temptation Island VIP. Du siehst wie immer rattenscharf aus. Was? Rattenscharf? Oh ja. Ich habe doch nur mal ganz kurz was übergeworfen, was da irgendwie noch im Koffer war. Aber danke, Lola. Wirklich danke. Liebelein! Dann bin ich mal wie ein Rockstar hier. Wallah, tut mir leid, ich habe alles so ein bisschen verschwitzt hier. Ist dein Problem. So. Sieht ja gut aus. Ja! Was? Was? Easy zieht sie sehr unerotisch jetzt das T-Shirt aus? Kader ist aber wieder geschockt. Anscheinend hatten die bei dem Spiel einen Kleidungstausch und dann musste er es halt zurücktauschen und hat es sich dann sexy ausgezogen. Was auch wieder, da ist es, das ist ja nix, ne? Also ich glaube, Kader kriegt jetzt auch gute Bilder. Es geht mir darum, dass Easy einfach neu ist in dieser Welt. Aber die Angst ist, dass ich hier Fehler mache. Aber wenn ich mich hier blamieren sollte, dann habe ich mich blamiert, ich bin aber Ree. Was soll mich denn vom Kader trennen oder andersrum? No, und da zeigt Easy so, ich mache einfach irgendeinen Kram, was mir gefällt, was lustig ist. Ich und Kader, wir sind trotzdem ein Team. Und ja, wenn Kader das jetzt sieht, die wird sich ja nicht denken, oh nein, mein Fremdgehermann, sondern sie liebt ihn ja auch. Ich liebe die. Wenn ich den Verdacht gehabt hätte oder das Gefühl, dass meine Beziehung nicht intakt ist nach 15 Jahren, habe ich hier auch nichts zu suchen. Aber man geht doch zu Temptation Island, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwas schief gehen könnte, weil man irgendwelche Vertrauensbrüche hat oder Zweifel oder sonstiges. Wenn man denkt, meine Beziehung ist perfekt, bringt ja Temptation Island nichts, außer einen netten Urlaub eigentlich, ne? Naja gut, Kader hat jetzt allerdings auch ihr Einzellagerfeuer und bei den Männern geht's nochmal weiter ab. Guck dir an, wie sehr langsam ich mein Hemd aufknüpfe. Was ist das eigentlich? Also warum müssen eigentlich immer die vergebenen Männer anfangen zu strippen? Das ist auch so voll die verkehrte Welt. Wir haben hier leider keinen Stripper. Saddles, waiting, coming, jump on it.
Ich meine, guckt euch mal diese Szene an. Können wir uns das mal ganz kurz andersrum vorstellen, wenn da die Männer, die Verführermänner in der Frauenvilla wären und die vergebenen Frauen anfangen vor denen zu strippen und denen so richtig irgendwo um den rumtanzen und whatever. Die Männer würden ausflippen, aber das ist für die vollkommen normal. Oh. Boom. Oh, und dann gibt's trotzdem noch ein Denise-Unterhöschen. Vielleicht wollte er das einfach nur zeigen, weil er sie so sehr liebt. Und irgendwie ihr Gesicht auf sein... Warum? Und warum gibt es das so oft in letzter Zeit im Trash-TV? Gibt es da irgendwie eine Firma, die da irgendwie Rabatte ausspuckt? Weil das ist ja einfach... Das ist der Dauerzustand jetzt. Mir bleibt aber auch gar nichts erspart hier. Aber während Lorik jetzt die perfekte Strip-Performance abgelegt hat, wo wir alle waren so, Lorik, wo hast du diese Moves her? Du kannst leicht deine Hüfte kreisen lassen? Wow, darf jetzt... Denise natürlich auch zum Einzellagerfeuer. Ja, es tut auch gut, so, dass diese Seite wieder hochkommt, die jetzt irgendwie unterdrückt wurde. Und ich weiß auch, dass das nicht richtig war und das habe ich auf jeden Fall hier schon gelernt, weil die Seite ist nicht schlimm. Die Seite hat ja einfach nur Spaß von mir. No, und Mimi denkt so, yes, ich krieg meine Partyfreundin wieder. Ja! Ja, Mimi denkt sich so, also irgendwie wäre ich das ruhige Mäuschen gewesen, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, Party zu machen und einfach nur Spaß zu haben und wieder sich rauszukommen. Und vielleicht trennt sie einfach von Lorik, weil sie merkt, so einfach generell die Beziehung tut ihr nicht gut. Ja, die hat mir auch unnormal leid getan. Sie hat dann auch gesagt, Playboy, oh, voll das krasse Magazin und ist so voll die Ehre und so. Und dann habe ich gesagt, was laberst du da? In welcher Welt lebst du eigentlich? Bist du komplett bescheuert und das Playboy-Thema wird dann nochmal aufgemacht. Also das haben wir auch seit Folge 2 oder 3 jetzt, ne? Das Playboy-Thema. Denise möchte gerne, Lorik möchte nicht und naja, es ist, also ich persönlich bin immer noch so, also wenn sie es machen will, viel Spaß, ne, you girl, girl, hab Spaß dran. Aber ich denke mir so, warum will man das machen? Also warum will man sich so präsentieren? Aber wer Spaß dran hat, soll es machen. Ich möchte meine Brüste in ein Heft packen, was sich irgendwelche Bauarbeiter an die Tafel hängen. Und dann jeden Monat bekommen die ein neues Foto von meinen Brüsten. Was hältst du denn davon? Halt die Fresse! Was ist ein Neandertaler? Naja, aber genau so läuft es ja auch. Also das muss man ja schon noch dazu sagen. Also es sind immer so, oh mein Gott, es sind extrem ästhetische Bilder. Der Fotograf hat mit mir Dinge gemacht, die ich nie gewusst habe. Und am Ende holen sich alle Leute einfach nur einen darauf runter. Also klar, wenn man das auch toll findet und kein Problem mit hat, alles voll fein. Aber das ist ja trotzdem schon die Realität. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du einfach nur erotische Bilder machst und fertig, sondern der Nutzen davon ist ja ein ganz anderer. Lorik ist ja auf einer Seite so, dass er alte Werte verfolgt, aber auf der anderen Seite möchte er ja selber den kompletten Freiraum haben. Das gibt er seiner Freundin, also ich will nicht sagen überhaupt nicht, aber schon begrenzt. Und das ist ja irgendwie so, wie man auch die alten Werte sieht, oder? Die Frau darf gar nichts und der Mann einfach alles. Also eigentlich hält Lorik sich wenigstens an die Werte richtig gut. Mega Leistung, richtig geil. Bereust du etwas nicht getan zu haben, nur weil Lorik es nicht wollte? Ja, ich bereue es, den Playboy abgelehnt zu haben. Jetzt mit den Bildern und mit dem, was hier so ist und was ich so zu, von mir so mit dazugelernt habe, ich würde es machen. Oh mein Gott, und dann kommt dann doch nochmal die Anfrage vom Playboy Byte. Und sobald der Techniker ein VIP ausgestrahlt ist, Playboy! Und oh, wenn es nicht so ist, sind die dann noch zusammen. Oh, das wird dann natürlich jetzt ein Spoiler sein, ne? Was bedeutet das für dich? Dass auch die verstellte Denise scheinbar nicht die richtige Denise für Lorik ist. Weil sie ja trotzdem unglücklich ist und sich so verstellen muss und so für ihn auch von sich selber den Druck macht, sich für ihn so anzupassen, dass sie dann am Ende halt ein stilles Mäuschen ist, was ihm gefällt, aber ihr selbst nicht mehr gefällt. Ja, ich frage mich halt auch selber, wie es irgendwie passieren konnte, dass ich mich so scheinbar verbogen habe und so mich selbst verloren habe. Ach, Denise, das passiert in so einer Beziehung immer irgendwie Schritt für Schritt. Und dann doch irgendwie ganz plötzlich. Also es ist irgendwie, man rutscht da immer weiter rein, bis man einfach zu sehr drinsteckt und dann bist du einfach im Sumpf und kommst da nicht mehr raus. Und plötzlich bist du in so einer Beziehung, wo du dich vielleicht nicht wohlfühlst, aber wo du auch Angst hast, sie zu verlassen. Das geht sehr vielen Menschen leider so. Und vielen Menschen ist es leider auch bewusst, dass sie sind, oh, das ist eine schlechte Beziehung für mich und bleiben halt trotzdem, weil sie irgendwie trotzdem andere Ängste haben und eine Zukunftsvorstellung, die schlimmer ist. Leute, trennt euch, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Und direkt im Anschluss kommt jetzt auch noch Jana Maria, die sich das ganze Chaos mit Umut angucken darf. Ich weiß, hier von allen und so, auch von den Mädels und so, fühlst du dich auch irgendwo ja bei mir sicher. Also ich merke das, dass du dich bei mir wohlfühlst. Ja. Weil ich bin halt auch der Umut, der coole Umut, bei dem man sich einfach wohlfühlt.
Ja, und also an sich ist das ja jetzt nichts Schlechtes, wenn die Verführerin sich mit Umut einfach freundschaftlich wohlfühlt. Allerdings bei dem allem, was wir schon wissen bei den beiden, ist es was Schlechtes. Die wollen, glaube ich, ein bisschen mehr, als ich eigentlich möchte. Okay. Ein Kuss auf die Wange bei einem Trinkspiel. Ja, Jana Maria hat ja diese Regel, diese Aufgabe selber gestellt, um zu gucken, ob Umut es macht. Und der zieht einfach durch. Ja, diese private Dance-Party, dass das vollkommen normal für die ist. Also ich verstehe das nicht, dass sie sich denken, ja, so läuft das. Also wir haben uns ja quasi nicht angefasst, also ist das in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum Leute das irgendwie nicht verstehen. Also die müssen das doch mit Absicht machen, oder? Chanel, ich schwöre, die küssen sich wohl noch. Ja. Safe, wir warten endlich alle nur noch auf den Kuss und tatsächlich auch wir Zuschauer langsam. Wir sitzen so, können die jetzt auch einfach bitte miteinander rummachen, einfach damit das Thema langsam durch ist. Es zieht sich auch ein bisschen, dass sie sich halt jetzt auch nicht küssen. Wir wollten mehr sehen. Was machen die? Oh, was? Nein. Niemals. Machen rum. Doch, das ist eine geheime Aufnahme gewesen und wir können dir aber leider nicht sagen, was sie da machen, Jana Maria. Das musst du dir selber irgendwie vorstellen. Du musst die Bilder selber jetzt interpretieren, was auch wieder so ein bisschen gemein ist, weil offiziell ist anscheinend kein Kuss passiert, aber es sieht so aus und jetzt wird Jana Maria mit diesen Bildern alleine gelassen und so. Ja, mehr können wir dir nicht zeigen. Ich liebe ihn noch auf jeden Fall. Es geht nicht so schnell. Man kann nicht so schnell sich entlieben, man kann nicht so schnell Gefühle verlieren an eine Person. Ja, das stimmt schon. Allerdings sollte man dann irgendwann vielleicht doch damit anfangen, wenn man merkt, das bringt ja nichts. Also vor allem, wenn du schon mal von ihm verarscht und betrogen wurdest und jetzt solche Bilder siehst, würde ich mir einfach nur denken, okay, war nett bis hierhin, ciao. Ich muss das sehen, Lola. Wenn ich nicht die Bilder vor meinen Augen sehe, dann werde ich vielleicht in 2 Wochen wieder bei ihm hängen. Und wieder verarscht werden, wenn ich 2 Wochen in Marbella bin und er sich, keine Ahnung, worum treibt. Oh, weil sie sich denkt, oh mein Gott, wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen habe, tue ich das irgendwann so ab oder er belabert mich, dass es gar nicht so schlimm war und dass ich das alles falsch interpretiere. Ja, Umut ist wahrscheinlich auch so ein Schwätzer, den naive Leute glauben, ne? Danke dir für deine Ehrlichkeit. Und ich liebe auch ganz kurz den Move, dass sie gerade die ganze Zeit ruhig ist und dann so, ja, ich gehe dann mal so also aus dem Nichts so richtig los heute. Also klar, vielleicht hat sie jetzt einfach die ganzen Gefühle jetzt unterdrückt und zurückgehalten, damit sie erst losweint, wenn sie geht und es vorbei ist. Aber es war irgendwie, es war sehr schnell geswitcht jetzt. Ich will mir einfach eine Pulle Bein reinziehen und schlafen gehen. Naja gut, die Lagerfeuer haben wir jetzt allerdings alle durch. Das war irgendwie der Großteil der Folge. Und dann gehen wir nochmal zurück zur Party, weil da passierte auch einiges. Boah, easy, was ist hier los heute, ja? Alle verrückt, ja. Ist er dumm oder was, Mann? Ja, was passiert? Umut ist voll komisch drauf heute. Der ist rausgekommen und hat gepeitscht, die anderen Mädels. Er hat die anderen Mädels angepeitscht und dabei soll er doch eigentlich nur mich anpeitschen. Ich bin doch seine Verführerin, die er anpeitschen soll. Ich war bereit, angepeitscht zu werden und er peitscht an mir vorbei. Ja, Emma ist verletzt. Die wird so heulen jetzt. Die wird so heulen. Scheiße, Mann. Glaub nicht. Alles gut. Ey. Weiß nicht. Hast du dir das verdient, mit mir alleine zu reden? Ey, dein Ernst. Emma. Hör auf. Ey, Julie, dürfen wir kurz alleine sprechen? Ja? Ist das okay? Warte. Ist Emma jetzt eifersüchtig, weil Umut jetzt mit anderen Verführerinnen irgendwie ein bisschen anbandelt und rumdanzt und Umut muss da hingehen und sie trösten und aber auch so, hör auf, Emma. Ich hab doch nur ein bisschen Spaß gemacht mit anderen Leuten. Sei doch nicht eifersüchtig wegen mir. Oh. Das ist eine ganz wilde Kombination. Also Umut, der sich wieder mal daran aufgeilt, dass Leute eifersüchtig und traurig sind und verletzt sind wegen ihm. Und Emma, die seine Verführerin ist. Also die gar keine, was auch, ne? Also, oh Gott, was ist das? Ich dachte ganz kurz, was für ein Paralleluniversum ist die unterwegs, ganz ehrlich? Was denn? Was? Ich werde hier angesprochen von einer anderen Mädels. Tut dich das gar nicht stören? Ich sag, was? Das? Ich sag so, was soll ich sagen? Die so, boah, ich würde stören. Alle hier sehen das, Alter, was du hier abgezogen hast. Das tut mich not, hör mal. Was denn? Was denn, Reimer? Was denn? Das tut einfach. Okay, hör mal zu. Kinky Party, dies, das, Ananas, alles gut. Jokes, alles gut. Ich weiß. Sie ist wirklich eifersüchtig
Und hört sie sich selber sprechen, kann sie kurz darüber nachdenken, dass es sehr weird ist, dass Verführerinnen eine andere Verführerin ansprechen und sagen, ey, das würde mich ja stören, was der Umut da tut. Girl, es würde mich stören für die Freundin. Er ist in einer Beziehung. Und das, ich glaube, ich weiß nicht, ob die das ausgeblendet haben. Also in dieser Villa ist anscheinend Emma die Freundin und Umut geht jetzt Emma fremd und die so, wir sind schockiert. Was ist das? Wurde nur mal Frage. Die will ich genießen. Okay. Okay, genieß ganz kurz. Dich so aus, dass du den anderen auf den Arsch klatscht. Was, was redest du, Mann? Das ist das, was sie gesagt hat. Sie ist wirklich einfach nicht. Du hast anderen Frauen auf den Arsch geklatscht und nicht mir. Du bist mir fremd gegangen. Hä? Bibi, ich will dir nicht in den Rücken fallen. Nein, ich mein's ernst, Emma. Komm runter und raff dich ein bisschen. Okay. Ich mein's ernst. Oh Gott, schmeiß Herz, Emma. Hör jetzt auf mit deinen komischen Gefühlen. Darauf habe ich keine Lust. Warum findet Umut im Fernsehen statt? Ich mag das nicht. Tatsächlich haben die sich dann irgendwann wieder ein bisschen eingekriegt und die Party war auf, aber irgendwann war so, danke dafür. Und dann wollten alle schlafen gehen. Alle gehen ganz normal auf ihre Zimmer, außer einer. Nur Umut scheint vergessen zu haben, wo seins ist. Lass uns so tun. Umut hat definitiv ausgelassen gefeiert. Der hat sich überhaupt nicht zurückgehalten. Okay, komm, ich komm zu dir. Und jetzt wollte Umut dann einfach auf der Couch schlafen, damit er nicht mit der Verführerin im Bett schläft. Das ist ja quasi noch alles in Ordnung. Weil jeder normale Mensch würde, wenn er müde geht, einfach ins Bett gehen. Aber nein, Umut will dann noch ein bisschen mit Emma Zeit verbringen. Wie es dann allerdings irgendwann weitergeht, das erfahren wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Wir können aber nochmal schnell zurück in die Frauen wieder switchen, weil da regt sich Carla auch nochmal irgendwie über Easy auf. Irgendwie muss sie sich immer über ihn aufregen. Easy hat sein Handy so eingestellt, wenn ich nicht ans Handy rangehe, er observiert mich. Weißt du, irgendwie? Was heißt observiert? Er steht vor mir. Er hat deinen Standort. Er hat meinen Standort. Plötzlich steht er vor mir. Es gibt eine App und diese App heißt Wo steckst du oder so? Ich werde diesen App löschen. Ich werde diese App löschen, mit der Easy mich immer stalkt und kontrolliert. Natürlich ist der nicht eifersüchtig, wenn er immer weiß, wo ich stecke. Wo hat die diese Story jetzt aus einmal ausgepackt? Als ob, wie soll das sein? Als ob das so ist. Aber ja, Carla holt dann irgendwie immer irgendeinen weirden Scheiß raus. Man ist so, alles klar. Fake Leute kotzen mich einfach nur noch an. Naja, und Denise hat jetzt auch eine Erkenntnis natürlich, ne? Er akzeptiert mich ja null so, wie ich bin. Und er will immer haben, haben, haben. Was liebst du denn an diesem Mann? Warum konntest du ihn nicht loslassen? Ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube einfach, der hat mich emotional abhängig gemacht. Ne? Aber das ist jetzt vorbei. Denise beendet diesen ganzen Scheiß. Und wenn es jetzt irgendwie so weitergeht, kann Lorik noch am Ende so tun, als ob er das Opfer gewesen wäre und Denise ihm jetzt irgendwie Leid angetan hat, oder? Wenn er sich jetzt ein bisschen mehr benimmt. Darauf habe ich ja auch irgendwie keine Lust. Aber tatsächlich war es das auch in der 8. Folge, die irgendwie doch super lahm war, aber ein bisschen Grundstein für neue Probleme gelegt hat. Wir bleiben also gespannt, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ich könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.